Ja, meine sehr verehrten Damen und Herren, ein herzliches Grüß Gott. Danke für Ihr Interesse. Ich habe mir überlegt, welchen Stellenwert solche Entscheidungen oder Schritte haben, angesichts auch der Ereignisse oder Nachrichten der letzten Tage. Und da, glaube ich, ist es wichtig, recht zu gewichten. Das sind die Bilder zum Beispiel von den Opfern der barbarischen Terroranschläge in Paris, die Toten, die Verwundeten und auch deren Angehörige. Für eine solche Gewalt darf es keinerlei Rechtfertigung oder Verständnis geben, schon gar nicht religiös. Und ich hoffe das sehr, dass dieser Hass nicht das gesellschaftliche Klima vergiftet, nicht unser Zusammenleben radikal verunsichert, dass die Angst davor nicht böse macht. Ich glaube, es verlangt nach einer klaren und solidarischen Entscheidung aller gesellschaftlichen Kräfte und auch Religionen, um dieser mörderischen Feindschaft zu begegnen. Nahe sind uns in diesen Tagen immer wieder auch die vielen Menschen, die auf der Flucht sind, auf der Flucht vor Zerstörung, Krieg und Not und bei uns Zuflucht suchen. Da nehme ich auf der einen Seite eine große Solidarität vieler Menschen aus allen gesellschaftlichen Bereichen gegenüber den Flüchtlingen wahr, aber auch die Ängste und die Sorgen, die wach werden. Ich war fremd und obdachlos und ihr habt mich, so sagt Jesus im Matthäus-Evangelium, ich habe bewusst diese zwei Pole an den Beginn gestellt, weil ich meine, dass demgegenüber Personalentscheidungen und Bischofsernennungen sekundär sind und dass auch eben das Amtsverständnis eines Bischofs oder eines Priesters so sein soll, dass er dem Leben von Menschen, den Nöten oder auch den Freuden und Sorgen zu- und auch untergeordnet ist. Das heißt, ich bin sozusagen Werkzeug und nicht Selbstzweck, möchte schon gar kein Selbstdarsteller sein. Am 3. November habe ich einen Anruf aus der Bischofskongregation in Rom bekommen mit der Aufforderung, innerhalb der damaligen Woche nach Rom zu kommen. War dann am 5. November in Rom, habe dort mit dem Präfekten der Bischofskongregation gesprochen und der hat mir mitgeteilt, dass Papst Franziskus mich zum Bischof von Linz ernannt hat. Ich hatte dann Bedenkzeit und habe gestern vor einer Woche also schriftlich zugesagt. Die Ereignisse der letzten Tage, glaube ich, waren ohnehin sowieso auch bei euch präsent. Insofern brauche ich dich nicht wiederholen. Ich nehme in den nächsten Wochen Abschied von Tirol, doch mit einer großen Wehmut. Beim Blick auf die vergangenen 12 Jahre überwiegt eine große Dankbarkeit. Wenn ich so zurückschaue, bin ich ja als Fremder hierher gekommen und ich gehe jetzt als einer von einer Heimat in eine Fremde, weil die Diözese Linz für mich jetzt nicht einfach vertraut ist, sie ist mir auch nicht bestens bekannt, das war früher sicher so, aber vor 19 Jahren habe ich Linz verlassen, durchaus mit der Absicht, meinen weiteren beruflichen Weg, damals in Deutschland und dann eben in Innsbruck, zu gehen. Ich bin dankbar für diese 12 Jahre. Natürlich gibt es auch die Schattenseiten und bleibende Sorgen. Und ich bitte an dieser Stelle auch alle um Entschuldigung, denen ich Unrecht getan habe oder die sich von mir zu wenig beachtet oder gewürdigt sahen. Ich möchte an dieser Stelle
alle in Tirol ganz herzlich grüßen und mit einem großen Danke Ihnen begegnen. Ich hoffe, dass ich in den nächsten Wochen auch dazu Gelegenheit habe, das persönlich zu tun. Ich möchte an dieser Stelle auch die Schwestern und Brüder in der Diözese Linz grüßen. Danke hier meinen Vorgängern Ludwig und Maximilian. Etwas, was mich in diesen Tagen auch massiv bewegt, ist der Tod meines prägenden Lehrers, Spirituals und Begleiters aus der Schul- und Studienzeit. Er ist vorgestern gestorben. Insgesamt gehe ich nach Oberösterreich durchaus mit einem gemischten Gefühl, das heißt mit einem Vertrauen, mit der Zuversicht, natürlich auch mit Unsicherheiten und Fragen. Aber ich erbitte für euch, für Tirol und für Oberösterreich und auch für mich den Segen Gottes.